So, das müssen jetzt auch nicht alle Blätter sein. Na, einfach, dass wir mal so ein paar Blätter hier gesammelt kriegen. Ich glaube, das wäre schon mal ganz gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch von beiden Blätter. Aber das ist ja gar nicht schlecht. So, das sammle ich jetzt einfach noch auf und dann reicht das, glaube ich, erstmal, dass wir hier ein bisschen was verzieren könnten. Dann könnten wir auch statt Blümchen einfach so ein paar baumartige Dinger mit Blättern und so hinsetzen. Ich glaube, das wird auch ganz gut aussehen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, 2 Stacks fast Dingensleeves und 21 Birchleaves. Komm, machen wir die Stacks noch voll. Ja, 3 Stück noch. Das waren 3 Stück. Waren das jetzt auch die richtigen Leaves? Nee, da war natürlich ein falsches dabei. Aber da schwebt noch eins. So. Ja, die Birchleaves kann ich jetzt gerade nicht unterscheiden in der Farbe, deswegen lasse ich das mal. Beziehungsweise hier ist ja ein Birch Tree. Dann machen wir da einfach mal einen Stack voll. Was haben wir jetzt? 32 und noch ein bisschen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. 48. So, 64, jetzt habe ich sogar noch mehr aufgesammelt. Ich brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr. Dann lasse ich das auch mal zurück und dann einmal hier den Stamm weg. Und dann haben wir es doch. So, guck mal, wie schön das aussieht. Dann packe ich die Silk Touch Show erstmal weg. Und dann nehme ich mir auch die Ender Chest wieder mit. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ne, Bäumerpolzen Terraform. Ein bisschen, ja, nicht ganz so spaßig, aber gehört natürlich jetzt auch dazu, ne, für die ganzen Vorbereitungen für den Bauernhof und so. Müsst damit leben. Ja, das Gute ist an der ganzen Sache, dass wir dadurch natürlich jetzt extrem viel Holz bekommen werden. Gut, die Äpfel sind jetzt nicht ganz so entscheidend, aber gerade das Holz, was wir dadurch bekommen, ja, ist einiges. Und wird uns dann auch gut weiterhelfen. Dann brauchen wir natürlich auch wieder Matt für die neuen Felder. Die wollte ich ja auch weitermachen. Und die Glasbottles. Die Glasbottles habe ich noch 3 Stück. Ach, das war Core Dirt hier. Genau. Die Roots habe ich noch genug, habe ich gerade schon gesehen. Das wäre was, was wir angehen können. Oder wir machen jetzt hinten mit dem Terraform weiter. Aber dann würde ich jetzt zur Abwechslung doch einfach mal weitermachen mit dem Matt produzieren. Dafür brauchen wir nochmal einiges an Erde. Und unsere 3 Water Bottles. So. Ah, das Gras wächst hier viel zu schnell. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil wir hier genau an Gras dran sind. Ich müsste das, glaube ich, anders platzieren. Hier ist egal, genau. Okay. Wie mache ich das denn vielleicht mal besser? Könnte ich hier draufsetzen, die Erde, theoretisch, ne? Warte mal. So, ich mache das mal kurz so. Die 3 mache ich mir schon mal voll. Und dann platziere ich die Erde einfach mal hier oben. Wenn das schon reicht, dann kann ich die einfach auch hier drauf platzieren, theoretisch. Mal schauen. Da gibt es locker eine bessere Methode, um vernünftig Matt zu produzieren. Wir haben jetzt 15 Matt produziert und brauchen dafür Ewigkeiten. Aber ich kenne keine bessere Methode, deswegen machen wir das erstmal so. Ja, ich glaube, so müsste das dann ja theoretisch auch funktionieren, dass da kein Gras wächst oder nicht so schnell Gras wächst. Ja, Huni stimmt mir zu, da bin ich schon mal zufrieden.
Das kann jetzt natürlich dauern. Ich weiß gar nicht, wie viel Matt wir brauchen, aber wir brauchen auf jeden Fall ein... Ups. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Matt. Oh, ich habe da unten Matt produziert. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ist auch nicht so schlecht, wenn wir das direkt unter Wasser machen können. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ja, für euch ist es jetzt natürlich ein bisschen langweiliger, weil es nicht so schnell vorangeht. Da müsst ihr jetzt aber mit leben. So, kommt's hoch, da kommt's hoch. 29, 30, 31 und 31. Ah, ich weiß nicht. Egal. Versuchen wir es mal so. Dann einmal von hinten und einmal von vorne. So, und so, und so. Und so, und so, und so. Boah, das Geräusch ist auch super laut, ne? Ich guck gleich nochmal, wie viel Matt wir für ein Feld brauchen und wie viel Matt wir die komplett brauchen. Das wird einiges sein. 49 habe ich jetzt. Die hatte ich ja hier drunter gesetzt, ne? Genau. Die Rooted Dirts. Das heißt 1, 2, 4. Ne, das sind kurze Felder, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, hier kommt nochmal 16 hin. Hier kommen 16 hin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, also 24. 24. 48. Zack, zack, 96. Und, ja, 120. Oh Mann, da brauchen wir ja noch einiges. 120 Rooted Dirts. Von den Roots her haben wir das auf jeden Fall, aber von der Dirt her halt nicht. Also wir haben genug Dirt, um das zu machen. Ist halt nur ein bisschen problematisch, das fertig zu kriegen. Nichtsdestotrotz bleibt uns nichts anderes übrig. Das heißt, ich mache hier einfach mal weiter. Dass wir wenigstens vielleicht schon mal die Hälfte fertig kriegen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir die Erde so platzieren, dass sie hier schwebt. Dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass da Gras drauf kommt. Ups. Und ich bleibe jetzt auch mal dabei, das so zu machen. Zack, 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 zack. Und dann... Es ist mühselig, gerade mit den Glasbottles ist es mühselig, dass wir die nicht... also wir müssten die irgendwie... Es wäre cooler, wenn die stacken würden oder sowas. Oder man macht es über mehr, dann kann man vielleicht schneller hin und her mit dem mit den Glasbottles. Mal gucken, wie viel wir gleich haben. Ich glaube, wir müssen schon über einen Stack haben. Aber ich weiß es auch nicht. Weil ich jetzt nicht so gut mitzähle. Lassen wir uns gleich mal überraschen. Ich mache das hier jetzt erstmal und dann ja, können wir ja gleich mal Rooted Dirt draus machen und das Ganze verteilen auf den Feldern, die fertig sind soweit. Und dann vielleicht die schon mal wässern und die Pflänzchen einpflanzen, weil das ist natürlich das, was mit Abstand am längsten braucht. Weil die Pumpkin- und Melonpflänzchen müssen ja erstmal komplett hochwachsen. Und dann, wenn die komplett gewachsen sind, dann kommt ja erst, dann kommt es ja erst so weit, dass dann die Melonen und Pumpkins wachsen können, was ja auch nochmal dauert. Aber die anderen Crops wachsen ja natürlich schon mal schneller, weil da müssen nur die Pflanzen hochwachsen. So. 120 brauche ich, also nicht zwei Stacks, sondern beim zweiten Stack brauche ich 56.
So, so viel brauchen wir noch. Ach komm, weißt du was, das ziehen wir jetzt mal durch, ne, in der Folge heute. So, dört, dört, dört. Dört, 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 dört. So, das mache ich jetzt mal ganz sneaky hier, dass ich mir hier auch nochmal einen, ja, so eine schöne Wurst aus Erde mache. Das müssen wir jetzt noch alles zu, was habe ich jetzt gesagt, zu matt machen, beziehungsweise jetzt einen Block weniger. Weil ich mal wieder hier unter meinem Wasser matt draus gemacht habe. Ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch optimieren. Ich weiß aber nicht, wie man das optimiert. Ich meine, klar, wir könnten jetzt auch auf die Suche gehen nach dem entsprechenden Biom mit dem, wie heißt es jetzt, mit dem Mangrove Swamp, so heißt es. Und in dem Mangrove Swamp, da gibt es natürlich extrem viel Matt, den man einfach abbauen kann. Aber es ist ja eigentlich schon sehr cool gemacht, dass man überhaupt hier den Matt produzieren kann. Und ich glaube, wenn man jetzt hier Dripstone runtersetzt, dann ist es ja so, dass man den Matt austrocknen kann und ich glaube Clay bekommt, wenn ich mich da recht erinnere. Und dass man so sogar Clay produzieren konnte. Das wäre natürlich noch cooler. So, dann mache ich mich hier schon mal voll. Und dann geht es auf der Seite hier noch weiter. Mal gucken, ob wir das noch an diesem Minecraft-Tag schaffen. Aber die Zeit könnte knapp reichen. Das sind ja jetzt noch ein paar Blöcke. Und dann habt ihr es gleich auch schon geschafft, wenn die Folge hier rum ist. Falls es 15-Minuten-Folgen sind, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Da werde ich jetzt wirklich schauen, wie viel ich schaffe aufzunehmen bis zu dem Wochenende, wo es dann ja losgeht in den Urlaub. Denn soweit werde ich jetzt vorproduzieren und ansonsten, ja, muss ich mal gucken, wie ich es mache. So, aber eigentlich dürfte ja jetzt nichts mehr dazwischen kommen und es sollte auf jeden Fall jeden Tag mit Minecraft weitergehen. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich das mit der 500. Folge machen will, machen werde. Oh. Und das letzte, und dann sollten das 56 Blöcke sein und 64 plus 56, wenn ich mich nicht täusche, sollte dann. Warum habe ich viel zu viel Matt? Ich glaube, ich habe einfach viel zu viel Erde produziert. 7 Erde zu viel, beziehungsweise 7 Matt jetzt zu viel. Na gut, dann ist es so. Ich hoffe, das mit der Musik heute ist auch okay. Ich habe sie jetzt etwas leiser gedreht. Ansonsten mache ich die fürs nächste Mal wieder lauter. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare dann auch schreiben. So, dann gehe ich mal pennen und dann machen wir da Rooted Dirt raus und dann können wir das schon mal verteilen. Und wenn wir das verteilt haben, können wir dann auch schon mal die Felder bewässern und weiter anpflanzen. Was wollte ich jetzt? Roots brauche ich. Dann machen wir das jetzt so. Ich mache mir mal 2 Stacks. Ne, ich brauche ja nicht ganz so viel. Mir reichen 56.